Moin aus der Region Hannover. Tja, es geht los mit der kleinen Ulmengruppe oder dem Ulmenwäldchen. Jetzt habe ich gemerkt, dass einige von euch noch, da sind so viele Abonnenten dazu gekommen, dass ihr unter Umständen gar nicht wisst, dass ich auch sowas habe. Ich habe es zumindest einmal lesen können. So, hier handelt es sich ganz allein um Stecklinge. Dieser Steckling hier ist jetzt im 7. Jahr. Dann gibt es welche, die sind im 5. Jahr. Dann gibt es welche, die sind im 3. Jahr. Im vergangenen Jahr habe ich Bäume dazu gepflanzt und die Anzahl war 10. Gab ja auch schon mal eine Diskussion. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube nicht, dass ich ein Video davon habe, weil ich ja auch erst letztes Jahr angefangen habe und eigentlich erst so richtig angefangen im April letzten Jahres. So, ich musste jetzt feststellen, dass hier, dass der Winter ein paar Opfer gefordert hat. Jetzt sind es, wie gesagt, 10. Und ich stelle fest, dass 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 noch aktiv sind. Also immer noch eine gerade Zahl. Ich verlasse mich noch nicht darauf, aber es kann sein, dass das Bäumchen hier tatsächlich von unten raus nochmal kommt. Das lasse ich stehen, werde es aber einkürzen. Das ist in jedem Fall tot. So. Kann ich so entfernen? Ja, kann ich. Das geht relativ leicht, weil auch hier die Gruppe im Winter irgendwie ausgespült wurde. Wir hatten ja auch solche Stürme und sowas. Also der ist wirklich tot. Solche Stürme mit Starkregen und allem drum und dran. Nun werde ich den erstmal ein bisschen frühlingsfit machen hier. Das Wäldchen. Ich habe übrigens, da liegt ein Kiefernsamen. Ein Kiefernsamen. Den werde ich natürlich erstmal separieren. Sowas fliegt dann ja auch auf dem Balkon mal in die Dings oder vielleicht auch im Garten, denn der war ja im Garten eingelassen und ich habe die Schale noch nicht sauber gemacht. So. Ich werde euch jetzt mal ein bisschen näher ranholen, sag Prost Kaffee. Muss eine scharfe Schere holen, die auch kleine Knospen wegnehmen kann. Die Sonne kommt durch. Bin ich sichtbar? Noch bin ich sichtbar. Gut, schauen wir mal. Ursprünglich hatte ich vor, hier wirklich noch einen Baum dazu zu setzen. Aber ich glaube, es ist nicht notwendig. Das hier ist eine Stelle, die keiner so richtig sieht. Es ist zu wenig Substrat drin, das ist schon mal sicher. Hier haben wir noch ein kleines bisschen Unkraut. Was heißt Unkraut? Das sind Beikräuter, nicht Unkraut. Aber gut, das sind natürlich Nahrungskonkurrenten. Und vor allen Dingen solche Grasbüschel. Und dann gibt es da noch etwas, was mich jetzt permanent begleiten wird, den ganzen Sommer durch. Frühjahr und Sommer. Das Wiesenschaumkraut. Das ist nämlich das, was ich als Springkraut benannt habe in einem der letzten Videos. Das ist jetzt eine Mini-Pflanze, aber in anderen Töpfen blüht sie halt schon. Ich zupfe jetzt einfach ein bisschen raus hier. Substrat ist da. Hier ist noch, sind noch Düngerrückstände vom letzten Jahr. Die zupfe ich auch mal weg. Ich möchte wieder ein schönes Gesamtbild erreichen. Das ist ein abgestorbener Kiefernzapf, Kiefernsamen. Da ist die Sprille.
von einem Kiefernsamen. Der ist hier vielleicht schon drin, vielleicht kommt der auch noch raus. In dieser oder nächster Saison, die können ja bis zu 5 Jahre im Substrat liegen, ohne dass man sie wahrnimmt, bis sie dann plötzlich rauskommen. Dann habe ich ja hier, ich habe es in einem anderen Video schon mal gezeigt, so eine kleine Pflanze. Die begleitet eigentlich diese Schale schon von Anfang an. Das heißt, es war erst eine kleinere Schale, ich habe sie dann ein bisschen vergrößert, habe noch ein paar Stecklinge dazugesetzt, so dass es jetzt so langsam ein wirkliches Wäldchen wird. Ich zeige euch auch noch die Mutterpflanze gleich. Erstmal mal hier so ganz sanfte Aufräumarbeiten hier. Wie gesagt, Düngerückstände, dann Nadeln von Kiefern, umgehenden Kiefern, Lärchen, etc., die ja bei mir im Garten en masse herumstehen. Dann möchte ich noch kurz was dazu sagen zu meiner Aktion gestern. Ich habe die gesamte Aktion Fake-Rotbuchen komplett abgeblasen. Ich werde es nicht mehr machen. Das ist zum einen sehr, sehr anstrengend, zum anderen steht das in keinem Kosten-Nutzen-Verhältnis, was ich jetzt bestreiten müsste. Ich müsste mir einen Mini-Bagger besorgen und so weiter und so fort. Besonderheiten bei Ulm. Ich bin auf eine Sache schon mal eingegangen, das ist die sogenannte Apikaldominanz. Das heißt, wenn wir hier oben was abschneiden, wird alles sich auf diese Schnittstelle konzentrieren. So, hier haben wir eine feine Schere. Wir nehmen jetzt erstmal vom Stamm ganz unten was weg. Das sind Knospen. Die sich sonst rasant entwickeln würden. Dann haben wir hier ein paar abgestorbene Äste, die wir nicht mehr brauchen, aber da stehen schon Knospen dahinter, die bald den Stamm übernehmen werden. Hier sind abgestorbene Enden, was nach dem Winter immer ganz normal ist. Die Schale, wie gesagt, war eingelassen im Garten, im Gartenboden. Und da konnte man gar nicht so richtig erkennen, was da rauskommt. Allerdings ist auch viel Substrat ausgespült worden. Ich versuche jetzt die einzelnen Bäumchen schon mal vorab, was ich jetzt sehen kann, ein bisschen zu trimmen. Hier hatte ich schon gesagt, der steht ein bisschen wackelig, aber ich habe den Eindruck, der kommt unten aus dem Mini-Stämmchen wieder raus. Und er ist grün. Ich lasse ihn erst drin. Hier ist es ähnlich. Hier habe ich aber auch schon Knospen gesehen. Da sind zwei einzelne Knospen nur. Dem gebe ich trotzdem noch eine Chance. Ich habe nämlich festgestellt, das, was ich aus dem Garten mitgebracht habe, hier handelt es sich um Feldummeln. Und das, was ich aus dem Garten mitgebracht habe, das habe ich dann anhand der Knospen erst später bemerkt. Handelt es sich um Ulmus glabra. Und ich weiß jetzt den deutschen Namen nicht. Ich blende ihn ein. Die Feldumme ist Ulmus minor und das ist Ulmus glabra. Aber ich komme nicht drauf. Ich komme echt nicht drauf. So. Soweit sind wir durch hier. Zumindest das, was mir augenscheinlich erstmal aufgefallen ist. Hier haben wir noch einen Ast. Hier oben, dieser Ast ist so dick, hat aber auch dahinter schon eine Knospe, dass ich jetzt einfach dabei gehen werde und einen jüngeren Ast, einen dünneren Ast übernehmen lasse. Noch nicht geeignet als Steckling. So, wie gesagt, alles Stecklinge unterschiedlicher Generationen, aber von einer Mutterpflanze.
Hier wachsen also Äste auch in den nächsten Baum hinein und das ist ja eigentlich, verfilzt sich das zu sehr. Deshalb nehme ich die da schon mal raus, bevor die so ineinander wachsen wie eine Hecke. Und was eine Hecke dann macht, das konntet ihr ja bei dem Heckenvideo sehen. Den muss ich noch ein bisschen richten. Da ist fast kein Substrat mehr drin. Ich werde auch ein bisschen schweres Substrat jetzt noch dazu mischen. Jetzt, wo ich sage, fällt mir das gerade ein. Lavagranulat ist etwas schwerer als die anderen Sachen, die ich sonst nutze. Und das nehme ich jetzt ganz bewusst, damit ich auch die Bäumchen ein bisschen stellen kann. Denn Draht haben die schon lange nicht mehr. Ich konnte diese ganze Fläche aus der kleineren Schale damals, das war glaube ich so ungefähr, so. Das konnte ich in eins nehmen. Der Wurzelball ist schon verfilzt und durcheinander gewachsen, sodass ich das in eins entnehmen konnte und in eins umsetzen konnte, einfach nur die Ränder ausfüllen. Wahrscheinlich wird das nächstes Jahr anders, aber das ist noch eine andere Geschichte. Die werde ich dann zum Schluss dieses Videos nochmal kurz ansprechen. Und Heino, halt dich bereit. Ich habe da eine Idee. Okay, so. Ich hole jetzt noch etwas Lavagranulat dazu und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die Frage ist jetzt, bleibt der Stein so stehen, wie er jetzt steht? Oder soll ich das Ganze noch ein bisschen variieren? Wir haben hier eine freie Stelle, die möchte ich jetzt nicht mehr füllen. Wir wissen nicht, ob dieser Baum noch kommt, dann hätte ich 9. Und 9 wäre dem Japaner ja am liebsten, also eine ungerade Zahl. Ich mache es jetzt anders. So, dieser Stein hier, den platziere ich an dieser Stelle und lasse mir noch andere Optionen noch. Vielleicht nehme ich den hier sogar raus, obwohl der tatsächlich, der lebt. Er kommt vielleicht in ein kleines anderes Töpfchen. So, Lavagranulat hatte ich geholt. Ich sehe gerade noch Blattreste. So. Ich habe ordentlich Lavagranulat mit reingemischt jetzt ins Substrat, damit es insgesamt schwerer ist und die Bäume sich dementsprechend auch besser einpassen können. Die Schale hat ungefähr 1,5 cm Rand jetzt mittlerweile, was sie vor dem Winter definitiv nicht hatte. Oh, da ist ja an den großen ist ja noch mehr an Knospen. Okay. Mal weg. Naja, groß ist hier keiner, aber schauen wir mal. Dürfte ausreichen. Werde das jetzt noch ein bisschen hin und her schicken. Dann steht alles wieder ein bisschen fester. Die Wurzeln können sich wieder beruhigen, denn die sind ja richtig freigespült worden. Und durch dieses dunklere Granulat sind die Bäume dann, wenn sie austreiben, auch besser sichtbar. Die einzelnen. Besser auseinanderzuhalten und besser sichtbar. Ah, da fällt wieder was raus. Passt da nicht mehr hin, also dann dahin. Gut.
Jawohl. So, jetzt spreche ich Heino Zimmermann, mal direkt an. Mein lieber Heino, du kriegst von mir per WhatsApp nachher gewisse Maße. Und die sollten als Grundlage dienen, und ich bezahle dir das natürlich, alles klar. Was ich mir vorstelle. Das hier ist eine sogenannte Waldschale. Die habe ich gekauft für 25 Euro. Das stellt euch mal vor. So, was für ein Wald soll da denn rein? Ich möchte diese im Frühjahr nächsten Jahres, und so viel Zeit hast du allemal, auf so eine flache Schale stellen. Denn die Wurzeln sind alle miteinander verbunden. Ich kriege den eins raus. Das ist mir auf jeden Fall im nächsten Jahr mit Sicherheit vergönnt. Und ich könnte so auch so was Flaches machen. Stellen, pflanzen. Das würde ich gerne tun. Entsprechende Maße bekommst du von mir, dann musst du mir sagen, was du dafür kriegst, weil das ja auch eine Menge Arbeit ist. Ich weiß das, ich habe das ja selbst früher gemacht. Dazu noch solche Erhebungen, worin man diese ganze Platte dann noch ein bisschen mit dem Draht verankern kann. Und dann soll das Ganze so stehen. So, nur das Ding für 25 Euro hätte ich mir sparen können. Ich habe nicht einen einzigen Baum, den ich auch nur so hinstellen könnte, weil die alle größer sind. Definitiv. Und das Foto, was ich gekriegt habe, das zeigte was ganz anderes. So, ich weiß, warum die so klein gemacht wurden. Das habe ich dann nachher herausbekommen. Weil der Versand sonst fast nicht möglich wäre. So, in die Richtung, wie ich das mir in der Zusammenarbeit mit Heino vorstelle, ist so, ich habe ja noch jede Menge Epoxidharz. Ich würde diese flache Scheibe quasi mit den Verbundhaken für Drähte auf Epoxidharz mit absolut ebener Fläche legen, das Epoxidharz aushärten lassen und damit das dann die ganze Fläche stützen. Deshalb kann das auch ruhig ein bisschen dicker sein, so dass es nicht bricht beim Transport. Epoxidharz, muss ich dazu sagen, ist, man kann es bohren, man kann es sägen, man kann es schneiden. Das wiederum verhilft mir dazu, eine ansprechende, ich weiß gar nicht, wie heißt es, eine Form zu machen, wo ich diese ganze Oberfläche dann reinstelle, mit dem Epoxidharz wieder raushole, das ist dann miteinander verbunden. Und so ist das eine fixe Einheit. Und die Löcher, die ich brauche als Abzug, habe ich trotzdem. Abzug und Draht und so weiter und so fort. Und das wäre jetzt echt mein Wunsch, wenn Heino das hinkriegte. Ich glaube, es ist nicht ganz so schwer, wie eine Schale zu machen, weil es ja sich um eine Fläche handelt. Aber man muss natürlich eine entsprechende Dicke wählen. Und das ist natürlich dann gut. Es muss, nein, nicht muss, es muss gar nichts. Optisch wäre das natürlich schön, wenn man das so hinkriegt. Und ich würde zum Beispiel diesen Stein, um diese Kuppe dann immer wieder als solche erkennen zu lassen, diesen Stein ebenfalls mit Epoxidharz an dieser Schale befestigen. Ich sehe jetzt immer noch so ein paar Zipfel, die das Gesamtbild sicherlich in 2, 3 Wochen völlig verändern werden. Nehmen die raus. Die wachsen nämlich gerne von unten raus. Und da jetzt wieder Substrat drauf ist, natürlich auch noch aus den Wurzeln raus. So. Ansonsten denke ich mal, ist das für heute alles, was ich hiermit tun möchte? Ach ja, genau, die Mutterpflanze. Die hole ich euch jetzt noch mal eben her.
Ihr werdet es kaum glauben. Ich lasse den hier nochmal stehen. So, ihr Lieben. Das ist die Mutterpflanze. Tatsächlich die Mutterpflanze. Und das, was hier aus der Wurzel rauskommt, ist der nächste Steckling bzw. ein Wurzelschößling, den ich als nächstes verwenden werde. So, das Bäumchen war schon mal 1 Meter hoch. Ich habe es dann wieder gebremst, wieder zurückgeschnitten und so weiter. Und dadurch nur durch Schneiden, ohne viel Draherei oder sonst was, ist diese geschlängelte Form auch entstanden. Brauche ich natürlich bei einer Waldgruppe nicht, aber ich habe mir schon Stecklinge ausgesucht, die eine entsprechende Form von vornherein mitbringen. So, ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt dazu. Ich habe noch den Kiefernsamen da liegen, den ich noch verarzten möchte. Ansonsten werde ich die jetzt schön angießen, die Gruppe. Ich sehe immer noch mal so Kleinigkeiten, die ich noch mal ein bisschen nachrichten kann, aber damit will ich auch nicht weiter langweilen. Wie gesagt, meine Idee, diese Gruppe dann im nächsten Jahr auf ein flaches Tablett zu bringen, geht mir schon seit Jahren nicht mehr aus dem Kopf. Und ich würde das jetzt ganz gerne mit Hilfe von Heino in Angriff nehmen, wenn er Zeit dazu hat. Das ist natürlich immer eine andere Sache. Nur, ich glaube, zum nächsten Jahr, zur nächsten Umtopfsaison, ist jetzt ein bisschen Zeit. Heino kriegt sowieso noch ein Paket von mir, die Tage, wenn ich mich wieder ein bisschen gesammelt habe nach der Pleite gestern. Ansonsten habe ich hier noch was vor. Hier haben wir jetzt mehr Zwischenraum. Ich habe mir ganz feinen Quarzsand bestellt. Und mit dem möchte ich hier einen Weg hier durch und dann hier wieder lang. Rieseln. Und so eine winzig kleine Brücke, die habe ich, glaube ich, schon mal gezeigt. Ich weiß aber nicht, ob ich das im Video gemacht habe oder sonst was. Winzig kleine asiatische Brücke über diesen Weg stellen. Über diesen Weg oder was auch immer. Ich habe also einmal blau für Wasser und einmal weiß für Weg, für Kiesweg bestellt. Ganz feiner Sand. Der sollte eine feine Oberfläche geben und auch beim Gießen nicht zu sehr ausschwemmen. Da muss man halt vorsichtig gießen. Das funktioniert aber. Ich habe das schon mal gemacht, vor Jahren. Aber ich habe dann auch häufig die Bäume verkauft oder ein Teil war halt dann irgendwann geklaut. Okay, kann jetzt nicht mehr passieren oder nicht mehr in dem Maße. Und es ist Material genug vorhanden. Okay, Freunde. So, was mache ich mit der anderen Ulme? Die andere Ulme kriegt jetzt erstmal einen Teichpflanzkorb, weil ich gemerkt habe, als ich sie rausgezogen habe, beziehungsweise rausgerupft aus der großen Schale. Ich habe da so Anzuchtkörbe für Jungpflanzen, dass es einmal eine andere Art ist, zum anderen, dass sie sehr, sehr lange Wurzeln hat. Die werde ich dann jetzt in den Teichpflanzkorb setzen mit diesem Substrat, was ich hier für diese gemacht habe, etwas dunkler und ein bisschen schwerer. Und dann gucken wir mal, was daraus wird im Laufe der Saison. Die geben ordentlich Gas, das kann ich euch gleich sagen. So, Freunde, das war's dann für heute. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gelabert. Ich gucke gleich erstmal drauf, wie lange, was haben wir denn? Ui, 25 Minuten schon wieder. Das ist eigentlich schon wieder zu lang. So lange wollte ich eigentlich nicht. Gut, das ist Laberei. Muss nicht sein, kann kurz, knapp, bündig sein. Alles klar. So, ciao Leute, bis demnächst.